meine lieben Zuhörer, ich möchte dann auch um etwas bitten, was eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe ist, auch um Unterstützung Ihrer Landesgruppe. Sie wissen, es wird in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten 12 bis 18 Monaten, dann diese Dokumentationsstätte, Zentrum gegen Vertreibung, so nannten wir das früher, heute Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, gegründet werden. Bitte setzen wir uns alle dafür ein, dass die historische Wahrheit bei dieser Dokumentationsstätte auch zum Durchbruch kommt. Es wird immer wieder von offizieller Seite, von Seiten der Politik gesagt, es wird dafür Sorge getragen werden, dass diese Dokumentationsstätte natürlich im Kontext der Verbrechen Nazi-Deutschlands geschehen, eingerichtet werden soll. Wenn das so im Sinne der herrschenden politischen Klasse geschieht, dann ist das Aufrechnen. Jahrelang hat man uns gesagt, nicht aufrechnen. Jetzt kommt das von der anderen Seite. Das werden wir nicht zulassen. Bitte sehr herzliche Unterstützung. Solange ich also Einfluss habe und auch arbeiten kann für Ostpreußen und seine Menschen, werde ich dies immer bekennen.